Ja, vielen Dank, Stefanie. Wir haben natürlich zugeschaut und die Daumen gedrückt und damit guten Abend und herzlich willkommen zu Hart, aber fair. Und Prost an die vielen deutschen Handballfans. Viele von Ihnen haben sich heute zum Spielgucken sicher das ein oder andere Bier aufgemacht. Denn Alkohol trinken, das tun die Deutschen zu ziemlich vielen Gelegenheiten. Und zwar im Schnitt genauso viel im Jahr, wie wir hier aufgebaut haben. Das sind exakt 11 Bierkisten, 28 Flaschen Wein, 4 Flaschen Sekt und 5 Liter Schnaps. So viel trinkt, rechnerisch gesehen, jeder von uns im Jahr. Mal kurz drüber nachdenken. Und wenn es nach ihm geht, Karl Lauterbach, dann kommt demnächst noch der ein oder andere Joint dazu, denn die Ampel will Cannabis legalisieren. Ist das längst überfällig oder sind die nicht mehr ganz dicht? Mein Thema heute, saufen normal, kiffen bald legal. Ist Deutschland auf dem falschen Trip? Und dazu habe ich heute eine ganz illustre Runde beisammen mit Gästen, mit denen ich jetzt diskutieren werde. Unter anderem ist da der Musiker Curly. Er ist Weinliebhaber, außerdem kifft er gerne und regelmäßig und ist wenig überraschend für die Legalisierung von Cannabis. Bayern ohne Bier, das ist schwer vorstellbar. Genauso wenig vorstellbar ist für den CSU-Politiker Markus Blume, dass Kiffen legal werden soll. Für ihn ist das eine Droge, die massiv verharmlost wird und nicht frei verkauft werden sollte. Gesundheitsminister Karl Lauterbach trinkt gerne mal ein Gläschen Rotwein, zieht er auch am Joint. Was auf jeden Fall will, die Legalisierung von Cannabis. Die Psychotherapeutin Sabine Ahrens-Eiper weiß aus ihrer Praxis, was Kiffen und Alkohol bei Jugendlichen anrichten können und ist deswegen für strenge Vorgaben. Und die Journalistin Nathalie Stüben war alkoholabhängig und fordert, wenn wir über gefährliche Alltagsdrogen sprechen, müssen wir über Alkohol reden. Und genau das tun wir jetzt, legen wir los. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Auch hallo in die Runde. Ja, wir haben es hier aufgebaut. 11 Kästen Bier, 28 Flaschen Wein, 4 Flaschen Sekt, 5 Liter Schnaps. Herr Blume, haben Sie das geschafft im letzten Jahr? Also ich muss sagen, es sieht respektabel aus und liegt definitiv jenseits meiner persönlichen Möglichkeiten jedenfalls. Curly? Also Bier und Schnaps mäßig nicht. Wein könnte schon hinkommen. Ich habe es auch mal umgerechnet. Wenn man jetzt zusätzlich die Bierkästen in Weinflaschen umrechnet, dann sind das etwa 77 Flaschen, also anderthalb Flaschen die Woche. Schaffen Sie das? Anderthalb Flaschen die Woche, wegen meinem Podcast beruflich bedingt. Ach, deshalb. Trinkt man ja aber auch nicht jede Flasche Wein alleine. Das finde ich, muss man beim Wein auch dazu sagen, weil ich trinke meistens Flaschen mit Leuten und nicht alleine. Also wäre das nicht repräsentativ für das, was ich alleine trinken würde, sondern für das, was ich aufgemacht habe sozusagen. 11 Kisten Bier, 28 Flaschen Wein, 4 Flaschen Sekt, 5 Liter Schnaps. Könnte man meinen, wir hätten als Gesellschaft ein klitzekleines Alkoholproblem, Herr Lauterbach? Ja, das haben wir in der Tat. Und wenn ich mich selbst hier bewerten müsste, dann fielen Bier und Schnaps weg. Aber Wein trinke ich sehr regelmäßig. Wobei ich mich halt nie betrinke. Ich trinke also immer also ein Glas, maximal zwei Gläser, dann ist aber auch Schluss. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft zu viel Alkohol trinken. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass es in den letzten Jahren weniger geworden ist. Und insbesondere dieses sich betrinken, also dieses also über das Maß wegtrinken, das ist vor also 25 Jahren noch also so gewesen, dass jeder zweite Mann hat das einmal pro Monat gemacht. Und das ist jetzt deutlich. Kennen Sie das von früher, Herr Lauterbach, aus dem Fußball- oder Handballverein? Ja, natürlich. Also ich habe es selbst nicht praktiziert, weil ich einfach kein Biertrinker bin. Aber ich habe ja also Fußball gespielt im Verein, Tischtennis im Verein gespielt und Handball so on und off. Aber ich hatte maximale Exposition zu Ballsport. Und als ich Ballsport gemacht habe, gehörte das wirklich dazu, dass Jugendliche an den Alkohol herangeführt worden sind. Also ganz klar, nach den Spielen, also tranken die 15-, die 16-Jährigen, die tranken mit, das gehörte dazu. Das ist eine Unsitte, die heute hoffentlich nicht mehr praktiziert wird. Sie wirken ja auch immer so asketisch, Herr Lauterbach. Sie essen kein Salz. Gibt ja die berühmte Szene in der WDR-Doku, wo Sie auch sagen, senza sale, das Gemüse ohne Salz. Und dann trinken Sie trotzdem Alkohol, der doch so schädlich ist?
Ja, ich trinke in erster Linie Rotwein. Es geht mir nicht um den Alkohol, sondern der gesamte Rotwein spielt eine Rolle. Aber man kann ein Genussmensch sein, indem man trotzdem also das ein oder andere Risiko meidet. Nicht alles muss konsequent sein. Ich glaube, dass ich beim Rotwein in einer also sagen wir Zone unterwegs bin, wo ich einige Gesundheitsschäden riskiere, aber auch einen kleinen Gesundheitsnutzen. Aber das wäre jetzt schon wieder, also sagen wir, das würde schon wieder 3 Minuten dauern. Ja, sprechen wir gleich noch drüber, versprochen. Ich will einmal Frau Stüben fragen, Sie waren früher alkoholabhängig, berichten unter anderem in einem Podcast auch darüber, auf YouTube-Videos, in so einer richtig schlimmen Woche. Wie viel haben Sie da getrunken? Boah, das ist schwierig zu sagen, das hing auch immer davon ab, wie es mir ging. Ne? Wenn es mir schlecht ging, dann habe ich weniger vertragen, als wenn es mir relativ gut ging. Wenn ich was gegessen hatte, habe ich natürlich mehr trinken können, als wenn ich nichts gegessen habe. Aber das hat sich ja teilweise, so eine Nacht hat sich ja teilweise auch über 8 oder 10 Stunden erstreckt. Und dann waren es sicherlich auch mal ein paar Flaschen mehr. Aber ich kann es schlecht sagen. Und ich glaube, es ist auch fatal, Alkoholabhängigkeit immer so an den Trinkmengen festzumachen. Also, dass das der Durchschnittswert ist, lässt ja schon viel blicken. Ich lag da sicherlich drüber im Jahr, aber es war ganz unterschiedlich, wie viel ich bei meinen jeweiligen Abstürzen getrunken habe. Mhm. Frau Arns-Alper, wenn Sie als Psychotherapeutin so einen großen Berg an Alkohol sehen, Sie haben ja mit den Menschen zu tun, die dann richtig Probleme damit auch haben. Können Sie dann abends selber überhaupt noch was trinken oder lässt man das dann lieber? Also die Menge wundert mich überhaupt nicht, aber tatsächlich ist es sehr ähnlich wie bei unserem Gesundheitsminister. Ich trinke gerne Rotwein, auch nur ein, maximal 2 Gläser zum Genuss. Und ich versuche immer Berufliches und Privates so ein bisschen auseinanderzuhalten, also dass ich mir auch Genuss gönnen kann, auch wenn ich in der täglichen Praxis sehe, was Alkohol anrichten kann. Ich glaube nur, was wichtig ist, ist, dass Sie das nicht als gesund verkaufen, ein Glas Wein pro Abend, wie Sie das getan haben. Weil das führt tatsächlich in die Irre, beziehungsweise das entspricht einem Forschungsstand von vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile ist die Evidenz ja klar, Alkohol schadet ab dem ersten Tropfen und am gesündesten ist die Abstinenz. Und da kann man natürlich sagen, ich gehe bewusst dieses Risiko ein, aber man kann einfach nicht mehr sagen, ein Glas Rotwein am Abend sei gesund. Ja, man muss vorsichtig sein. Es kommt darauf an, wofür es gesund ist und wo es schadet. Es gibt gar keine sichere Menge, also was Alkohol angeht, einschließlich Rotwein, was Krebserkrankungen angeht. Das Krebsrisiko steigt mit dem ersten Glas. Das ist das Problem. Geht also somit, da gibt es keine. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es so, dass also zumindest ein großer Teil der Studien, und ich bin da recht tief im Stoff, weil ich auch Epidemiologe bin, also das also ein Glas, und früher hat man geglaubt, bei Männern wären es 2 Gläser, das ist aber nicht der Fall. Ein Glas Rotwein kann durch die Erhöhung des HDL-Wertes, die antiinflammatorische Wirkung, die also mit also Alkohol einhergeht, und auch der also fibrinauflösenden Wirkung, das sind die 3 wichtigsten Mechanismen, kann man sagen, dass ein Glas Rotwein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Schutzfaktor haben kann. Aber bei Krebs ist es genau umgekehrt, und da gibt es gar keinen Schutz. Auch bei Bluthochdruck. Aber, also das können Sie Frau Stümer und Herr Lauterbach, wissen Sie was? Wir bereiten das morgen Mittag ganz schön auf im Hard Aber Fair Faktencheck. Da können Sie das zu Hause alle noch mal nachlesen. Da haben wir auch die Studien, über die Sie beiden gerade sprechen. Und da ist das noch mal schön aufgearbeitet. Ich will einmal Herrn Blume fragen. Ich habe hier ein ganz schönes Bild von Ihnen. Sie mit einem Bierkrug in der Hand. In Bayern wird Alkohol ja auch mal, oder Bier, zumindest flüssiges Brot genannt. Ist das eher Suchtmittel oder eher Grundnahrungsmittel? Das Problem ist, bei Alkohol ist natürlich die Grenze fließend. Ein Bier noch dazu, wenn ich hier das gute bayerische Bier aufgebaut sehe, das ist für viele Menschen sicherlich Genussmittel. Aber die Frage ist, in welchen Maßen man das Ganze zu sich nimmt. Ich kann nur davor warnen, den Alkoholmissbrauch irgendwie zu verniedlichen, denn Alkoholmissbrauch, gerade bei Jugendlichen, ist ein Riesenthema. Wir haben vor einigen Jahren so neue Phänomene gesehen, Kofferraum saufen, Koma trinken und dergleichen. Das kann der Herr Lauterbach schon aus seiner Jugend, so neu ist das nicht. Haben deutlich in der Vergangenheit zugenommen.
Und auf der anderen Seite sehen wir, dass ganz viele Menschen Bier, Wein und andere Produkte natürlich auch verantwortungsvoll konsumieren können. Und ich beobachte jedenfalls den Trend, Herr Lauterbach hat das ja vorhin auch gesagt, dass ein gesundheitsbewussterer Umgang insgesamt damit auch in den letzten Jahren zu erkennen ist. Gerade alkoholfreies Bier zum Beispiel hat ja deutlich auch zugenommen. Herr Blume, wie weit ist denn ein bewusster Umgang mit Alkohol im Bierzelt noch möglich? Also ich kenne ganz viele Menschen, die es schaffen, in ein Bierzelt in guter Stimmung reinzugehen und auch wieder in guter Stimmung und auf geordnetem Wege sozusagen rauszugehen. Trotz oder wegen des Alkohols? Also das spielt sicherlich eine Rolle. Aber wenn man sieht beim Münchner Oktoberfest beispielsweise, da kommen alljährlich 6 Millionen Menschen und jeder genießt es in der Maß und die allermeisten auch in Maßen. Natürlich gibt's überall auch Exzesse und deswegen ist da auch in dem Bereich Prävention so entscheidend. Aber das sollte jetzt nicht dazu führen, dass man den Menschen dann auch das Glas Rotwein von Herrn Lauterbach oder den Schluck Bier am Abend verleidet. Mhm, Curly, wenn Sie so, ja, da kann man ruhig klatschen, wenn man zustimmt. Curly, wenn Sie so ein Foto von einem Spitzenpolitiker mit Bierkrug sehen, was halten Sie davon? Finde ich okay. Solange man das, wie gesagt, nicht übertreibt, wie Herr Lauterbach das auch gesagt hat, es geht ja um den Umgang damit, um das Maß, in dem man trinkt, also nicht das Biermaß, sondern die Menge, die man konsumiert. Und ich glaube, das komplett zu verbieten, ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern einfach das eher als Genuss zu sehen, anstatt den Weg zum komplett besinnungslosen Rausch. Also ich muss sagen, früher, ich war nicht sportlich aktiv, aber ich war im Musikverein und da wurde auch mal das eine oder andere Bier gerne getrunken und auf allen Dorffesten, also ich komme aus einem kleinen Dorf, da wird dann natürlich auch Schnaps getrunken. Und dort ist aber, glaube ich, das Ziel ein anderer, einfach sich zu berauschen. Wenn man jetzt aber sagt, man trinkt eine Flasche Wein zu zweit oder zu dritt oder zwei Flaschen zu dritt, dann ist, glaube ich, nicht das Ziel, sich aus dem Leben zu schießen, sondern halt den Geschmack zu genießen. Sie haben ja aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den wir als Psychotherapeuten auch ins Zentrum setzen würden. Nicht nur die Menge und die Frequenz, sondern auch die Funktionalität. Also wenn ich jeden Abend ein Glas Wein brauche, um runterzukommen, wäre unsere Profession schon ein bisschen in Sorge. Ja, da müssen es nicht gleich 3 Gläser sein, da wäre das eine Glas auch ungünstig. Oder wenn ich ein Säckchen trinken muss, bevor ich ins Vorstellungsgespräch gehen kann. Also sobald das Alkohol benutzt wird, um etwas zu können, sind wir unabhängig von der Menge besorgt. Ja, aber eine Sucht kann ja auch durch Gewohnheit beginnen. Ne? Und solche Bilder wie das von Herrn Blume tragen natürlich dazu bei, dass suggeriert wird, Alkohol ist eine ganz normale Droge, ein ganz normales Lebensmittel, das trinkt man halt auf dem Fest oder abends. Ne? Und wenn man überlegt, dass... Man muss dazu sagen, es gibt natürlich solche Bilder von fast allen Spitzenpolitikern. Von fast allen, richtig, das ist ja das Problem, von links nach rechts. Also das zieht sich ja auch als Grundnahrungsmittel, das muss man vielleicht dazu sagen. Richtig, und das ist es natürlich nicht. Also, und da, wenn wir uns dann angucken, dass 15% von denen, die trinken, eine Alkoholabhängigkeit entwickeln, das ist echt viel. Und je mehr trinken, desto mehr trifft es auch. Und das Problem ist eben, dass man vorher nicht sagen kann, dich trifft es und dich trifft es nicht. Und Alkoholabhängigkeit ist ja auch nur eine von 200 Krankheiten, die Alkohol verursacht und fördert. Frau Stimm, Sie haben uns auch ein Foto mitgebracht und das haben Sie auch auf Ihrer Homepage. Ja. Da sieht man Sie mitten in einem Alkoholrausch, nehme ich an. Mitten in einem Alkoholrausch, aber der Witz ist ja, diese Fotos gibt es ja auch von sehr vielen Menschen. Ja. Ne? Und das ist auch interessant, dieser Rauschkonsum. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute so ein Foto von sich sehen? Ich bin einfach froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Mhm. Ich bin echt froh, dass ich mit dieser Droge nichts mehr zu tun haben muss. Ja. Würden Sie sagen, Sie waren Alkoholikerin? Ich verwende diesen Begriff für mich nicht, aber ich war definitiv alkoholabhängig. Wenn wir uns die diagnostischen Kriterien angucken, da habe ich 5 von 6 erfüllt. Ja. Mhm. Warum verwenden Sie den Begriff nicht? Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen sehe ich das gerne so im Vergleich zu Zigaretten. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört zu rauchen. Ich würde nicht sagen, mein Name ist Nathalie und ich bin Raucherin. Oder Menschen, die aufhören zu kiffen, sagen ja auch nicht, ich bin Nathalie und ich bin Kifferin. Also für mich war wichtig, als ich aufgehört habe zu trinken, Begriffe für mich zu finden, die mir diese Abstinenz schön gemacht haben. Und mit Alkoholikerin, das hat für mich so suggeriert, der Alkohol wird auch nach dieser Sucht immer noch bestimmen, wer ich bin. Und das wollte ich nicht. Deswegen. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Also wenn jemand sagt, ich bin kein Alkoholiker, ich bin also Ex-Alkoholiker und so weiter, dann nimmt man das ja alles noch mit. Und wenn man es überwunden hat, dann spielt es gar keine Rolle mehr. Von daher
machen Sie da einen guten Punkt. Ich finde dann auch die Begrifflichkeit dann nicht angemessen. Bei alkoholabhängig, das waren Sie ja, so drücken Sie es ja aus, da denke ich dann oft an jemanden, der eine Schnapsflasche in der Hand hat, morgens zitternd sich schon den Wodka reinkippt und das Leben gar nicht mehr im Griff hat. So ganz war das nicht bei Ihnen wahrscheinlich. Nee, so war das nicht. Das ist auch das Gefährliche an diesen Klischeebildern. Das ist ja im Grunde so die Endstrecke der Suchtentwicklung. Und es gibt aber auch eben andere Suchtmuster. Und bei mir lag das vor allem darin, ich konnte das gut lassen mit dem Alkohol, auch mal wochenlang, in meinen 20ern auch mal noch monatelang und zuletzt sogar alle 3 bis 4 Tage. Aber wenn ich einmal angefangen habe zu trinken, dann konnte ich halt nicht aufhören. Dann habe ich diesen krassen Kontrollverlust erlitten und konnte nicht mehr aufhören, bis ich halt im Blackout gelandet bin. Und ich hatte aber auch dieses Bild im Kopf von morgens Wodka, erstmal einen Kaffee und ich muss immer trinken. Ne? Das sind eigentlich die, die wirklich das Problem haben. Und deswegen müssen wir auch so viel Aufklärung leisten, damit Menschen begreifen, das Problem geht viel früher los. Und das Problem geht auch viel früher los, als das, was ich gerade beschrieben habe. Also wir tun ja immer so, als gäbe es Genusstrinker und dann gibt es irgendwie gar nichts. Und dann gibt es dieses Klischeebild. Aber dazwischen ist ja ein riesengroßer Graubereich, in dem Alkohol eben auch schon massive Schäden anrichtet. Und den müssen wir uns mal anschauen. Ab wie viel gilt man therapeutisch denn als alkoholabhängig? Also das gibt jetzt nicht genau die Menge, sondern es ist wirklich einmal von der Gewohnheit, es geht einmal um die Gewohnheit und um die Funktionalität und ob man in der Lage ist, es zu unterlassen und ob eine Gewöhnung stattgefunden hat. Also wir haben eine ganze Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen und zum Beispiel auch die mangelnde Krankheitseinsicht. Ja, Sucht. Bei der Sucht gehört ja dazu, dass man denkt, man ist nicht süchtig. Frau Stüben, wann haben Sie es denn eingesehen, dass Sie süchtig sind? Ja, das hat lang gedauert. Also ich würde mal sagen, die letzten Monate über war es mir klar. Da habe ich aber noch nicht aufhören können, unter anderem, weil ich Angst vor diesem Begriff Alkoholikerin hatte. Aber also ich hatte immer wieder so eine innere Stimme in mir, die zu mir gesagt hat, das passt nicht so richtig mit dir und dem Alkohol. Du trinkst immer mehr als deine Freundinnen, du findest kein Ende und so. Aber bis ich dieser Stimme zugehört habe, hat es gedauert. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich was ändern? Nee, das war kein Moment in dem Sinne. Mir ist das dann bewusst geworden, als ich immer wieder neue Trinkregeln aufgestellt habe und die auf Dauer nicht einhalten konnte. Also mir ist das dann vielleicht mal einen Abend lang gelungen oder eine Woche, aber auf Dauer konnte ich mir vornehmen, was ich wollte und so kreativ sein, wie ich wollte. Auf Dauer hat nichts funktioniert, da hatte ich immer wieder diese Abstürze. Mhm. Sie beschreiben ja Alkohol als gesellschaftliches Problem. Mhm. Haben Sie eine Forderung an die Politik? Ich habe eine Forderung an die Politik, die entspricht ziemlich genau der Forderung der Weltgesundheitsorganisation. Wir sollten die Verfügbarkeit einschränken, wir sollten Werbeverbot erlassen, wir sollten mit den Preisen nach oben und ich bin auch dafür, dass wir Schockbilder auf Flaschen drucken. Einfach, um dieses Klima zu verändern. Damit dann, einfach dann, klar wird... Dann fragen wir doch mal Herrn Lauterbach... Das sind ja ganz konkrete Forderungen. Also die auch legitim sind. In der Tat, wir haben ja im Koalitionsvertrag vorgesehen, dass wir ein Präventionsgesetz machen. Und da werden wir uns Alkohol widmen, Tabak widmen, auch also anderen Problemen widmen. Und da werden wir sehen, ob wir zum Beispiel bei der Werbung also tatsächlich strenger werden. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Was haben Sie da geplant? Wir arbeiten noch nicht am Präventionsgesetz, weil wir haben im Moment so viele Gesetze. Ich arbeite, glaube ich, im Moment an 10 Gesetzen gleichzeitig, sodass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Aber wir haben heute noch darüber gesprochen. Ich habe heute noch mal mit den Koalitionspartnern also eine große Runde gehabt, wo wir darüber nachgedacht haben, was haben wir denn alles noch vor. Im Moment, weil seit 2009 war viel liegen geblieben, holen wir viel nach, sehr viele Gesetze. Digitalisierung, also Krankenhausreform, Pflegereform, Finanzreform für die Krankenkassen. Was haben Sie besprochen? Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir auch über das Präventionsgesetz also uns Gedanken machen müssen. Und im Präventionsgesetz also würden auch bei Tabak und bei Alkohol Dinge besprochen, wie zum Beispiel, wie schränken wir die Werbung stärker ein. Somit, Sie haben recht, also da muss etwas passieren. Und das wird auch von der Ampelkoalition ernst genommen. Wir gehen daran in dem Sinne, das ist gar keine Frage. Aber ich bitte einfach um Verständnis, dass wir jetzt im Moment dieses Gesetz noch nicht machen können, weil wir einfach so super viel machen. Ja, ich zeig Ihnen aber mal was, Herr Lauterbach. Sie waren, als Sie noch nicht Minister waren, vor fünf
Jahren. Da haben Sie auch über diese sogenannte Quellen oder sagen wir diese Quengelzone im Supermarkt. Also wenn die Kinder noch kurz vor der Kasse noch mal ein Schokoei oder ein Riegel wollen. Direkt daneben gibt es dann auch so Schnaps, kann man sich noch ganz leicht mitnehmen. Da haben Sie, als Sie noch nicht Minister waren, gesagt, das ist ein gefährlicher Ort für Süchtige. Müssten Sie jetzt, wenn Sie Minister sind, nicht sagen, okay, dann schafft man das ab, verbietet, dass da Schnaps neben Schokoriegeln steht? Ja, wir werden in der Tat auch über solche Dinge reden. Aber was wollen Sie, Herr Lauterbach, ist ja meine Frage gewesen. Ich will es mal so ausdrücken. Diese Regeln muss ich ja dann gemeinsam entwickeln mit dem Bundeslandwirtschaftsminister, muss ich mit dem Wirtschaftsminister entwickeln. Und ich fände es nicht angemessen, wenn ich jetzt hier im Fernsehen, also den Kollegen der anderen Ressorts, also öffentlich mitteile, was ich selbst gerne durchsetzen würde. Wir verhandeln das. Wir haben bisher also... Naja, aber Sie sind ja sonst auch nicht so schüchtern und sagen in Interviews, was Sie darüber denken. Im Amt muss ich schon etwas vorsichtiger sein mit dem, was ich also fordere. Ganz klar ist, dass das eine Problemzone ist, die ganz gezielt darauf aus ist, sagen wir mal, Menschen in Versuchung zu führen, die da rumstehen, die entweder Suchtprobleme haben oder Kinder sollen dort zuckerhaltige, billige Ware kaufen. Menschen, die ein Alkoholproblem haben, die sollen dann dort noch schnell einen Schnaps einpacken. Leute, die also zigarettenabhängig sind, die sollen sich noch eine Packung Zigaretten schnell besorgen. All diese Dinge sind dann griffbereit, während man da steht, werden die Menschen in Versuchung geführt, wird die Schwäche der Leute ausgenutzt. Und daher ist das keine gute Zone. Und da etwas zu machen, also kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bitte einfach um Verständnis, dass ich das nicht alleine entscheide, sondern das müssen wir in der Ampel gemeinsam machen. Ja, vielleicht ist Herr Blume, muss weniger Rücksicht auf die Ministerkollegen vielleicht nehmen. Aber auf eine Wahl. Ja, ich wundere mich ein bisschen, dass Sie jetzt beim Thema Prävention sagen, Mensch, müssen wir mal überlegen, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Aber beim Thema Drogenfreigabe, beim Thema Cannabis, da haben Sie den Gesetzentwurf in der Schublade. Das passt irgendwie für mich nicht ganz zusammen. Das eine, was Sie hier sagen, und das andere, was Sie vorbereitet haben. Ja, es ist nicht ganz richtig, was Sie sagen. Bei der Cannabis-Legalisierung ist ja das gleiche Ziel. Wir wollen dort ja auch die Zahl der Cannabis-Abhängigen und auch den Konsum von jungen Leuten, von Kindern und Jugendlichen einschränken. Das ist ja auch ein Präventionsgesetz. Wir werden darüber nachher streiten. Aber wir machen ja die Cannabis-Legalisierung nicht, um, ich sage mal, mehr Cannabiskonsum in Deutschland zu sehen, sondern wir wollen die Einstiegsdroge Cannabis, die wollen wir, also sollen wir einschränken. Und wir wollen also die Drogenkriminalität und auch den also illegalen Handel in den Griff bekommen. So dass das dass nicht so weitergeht wie jetzt ja. Das Problem. Herr Lauterbach, über die genauen Pläne sprechen wir jetzt gleich noch. Nochmal die Frage an Curly, weil wir jetzt noch gerade beim Alkohol sind. Wenn man das so leicht bekommt und man das jetzt vielleicht verbieten würde, Herr Lauterbach hält sich da ja noch zurück mit seinen Forderungen, aber wenn es nicht mehr so leicht zu bekommen würde, würde man dann weniger auch trinken? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich würde man vielleicht sogar mehr trinken, weil das eine Prohibition nicht unbedingt erfolgreich ist. Hat man das schon an vielen Beispielen gesehen. Aber man muss auch sagen, was man da jetzt sieht, sind ja auch wirklich Getränke, die wirklich nur für den Rausch eigentlich dienen. Also ich bezweifle das. Für Alkoholiker, ehrlich gesagt. Ja. Genau, also ich glaube jetzt nicht, dass viele Leute hier den Wodka Gorbatschow mit Genuss aus dem Glas trinken. Deshalb muss man, glaube ich, auch beim Alkohol unterscheiden, was es für Alkohol ist. Ich meine, ob das jetzt 8% oder 40% hat, sind natürlich auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich habe nie Schnaps getrunken, ich habe nur Wein getrunken. Aber und es geht auch gar nicht um Prohibition, ne? Also die WHO will Alkohol nicht verbieten. Es geht einfach darum, ein bisschen bessere Politik zu machen, um die Volksgesundheit, um diesen Begriff mal zu verwenden, um da mal auf ein gutes Maß zu kommen. Wir trinken 10,2 Liter Reinalkohol. Wenn wir auf 5 Liter kommen würden, würden wir die Hälfte aller Todesfälle vermeiden können. Also das ist doch mal ein Wort, das ist doch wirklich mal ein Grund, um zu sagen, wir probieren das. Und es zeigt auch, wenn wir diese Maßnahmen umsetzen, also bei der WHO sitzen ja Leute, die das über Jahrzehnte hinweg auswerten, die Leute trinken weniger, nicht mehr.
Ja, also warum das, genau? Denke ich, ist total indiskutabel, weil es sich wirklich an Suchtkranke richtet. Was soll das sonst sein? Und auch dieses Werbeverbot für Alkohol, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, ist was die Psychotherapeutenschaft schon seit Jahren fordert, seit Jahren. Weil das ganz klar auch an Jugendliche gerichtet ist, ja, weil das den Genuss von Alkohol cool, viel trinken, Party, ja, schöne Menschen, Spaß, Leichtigkeit vermittelt und natürlich den Konsum steigert, sonst gäbe es die Werbung nicht. Ja. Herr Blume, kommen Sie mit einem Werbeverbot in Bayern durch? Naja, in diesem Jahr nicht. Das ist schon die große Keule. Also ich würde sagen, das Thema Prävention ist natürlich entscheidend. Und jeder, der sagt, wir müssen beim Thema Prävention mehr tun, der hat recht. Ich will nochmal unterstreichen, wir waren ja in Deutschland, weil Sie auch die Alkoholmengen gerade zu Recht angesprochen haben, wir sind ja glücklicherweise in einem Trend, der im Großen schon stimmt. Der Alkoholkonsum war vor 30 Jahren fast doppelt so hoch wie heute. Das heißt, der Pfeil zeigt nach unten. Die Leute leben maßvoller, leben gesundheitsbewusster. Ich tue mir halt am Ende schwer mit, wenn ich mir dann so die Gesetzgebungsvorhaben der Ampel hier anschaue, frage ich mich halt dann, ob das Maß noch stimmt. Auf der einen Seite ist man dann so mit dem Thema Verbieten und so weiter unterwegs und auf der anderen Seite, da will man dann neuen Suchtmitteln den Weg öffnen. Also wenn ich jetzt mal Ihr Sendungsmotto sozusagen nehme, dann muss man ganz deutlich sagen, Saufen kann sicherlich keine Legitimation fürs Kiffen sein. Ja, gut, Herr Blume, dann tue ich. Nur den einen Punkt. Das wäre ja richtig, was Sie sagen, wenn bisher getrunken wurde. Und wir würden jetzt also mit unserem Gesetz den Cannabiskonsum in Deutschland einführen. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern der Cannabiskonsum ist ja da. Er ist ja da und es wird immer mehr. Beim Alkohol geht es runter, Cannabis geht hoch, auch in Bayern. Und Bayern jetzt? Wird immer mehr Cannabis verwendet. Somit ist es nicht so, wir führen nicht in Bayern den Cannabis ein, ja, sondern Sie kriegen ihn nicht in den Griff. Ja. Das ist das Problem. Und Herr Lauterbach, ich sage was. Cannabiskonsum ist nicht nur schon da, sondern einer unserer Gäste hat dem Ganzen sogar ein Lied gewidmet. Und da hören wir jetzt mal rein. Herr Blume, haben Sie eben kurz mit dem Kopf genickt, oder zum Beat? Curly, muss man high sein? Also ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ich nicht in Bayern wohne, sonst wäre wahrscheinlich jetzt schon das SEK auf dem Weg zu mir nach Hause. Deshalb kann ich mich in Berlin da noch sicher fühlen. Muss man ein bisschen high sein, um den Song besser zu verstehen? Das glaube ich nicht, ne. Musik braucht keine Droge, Musik ist schon die Droge. Aber dass ich in Musik auch über meine Vorliebe für Genuss, für die bei der Marihuana auch dazugehört, einfach rede. Wir müssen es, glaube ich, erklären. Purple Haze ist was? Purple Haze ist eine Sorte, also ein Strain, ein bestimmter von Marihuana. Und wo kaufen Sie das? Das muss ich leider auf dem Schwarzmarkt kaufen in Deutschland. Aber ich habe es auch schon in L.A. legal kaufen dürfen. Und leider wird man ja in Deutschland als Kiffer dazu gezwungen, es auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Ja, aber was heißt denn auf dem Schwarzmarkt kaufen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel? Naja, wenn Sie in Berlin wohnen, können Sie auch einfach in Görlitzer Park gehen. Da finden Sie es mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle. Aber Curly, Sie sehen mir jetzt nicht so aus, als würden Sie abends in Görlitzer Park gehen und da Nee, ich fliege jede Woche nach L.A. und besorge mir das da komplett legal. Sie sind auch, weil wir es vorhin kurz hatten, auf dem Dorf groß geworden. War da genau. Kiffen besonders cool, weil es verboten war? Ah, bestimmt, als Jugendlicher ist ja das meiste cool, was verboten ist und zieht einem an. Ob man da jetzt schon mit 14 Bier trinkt oder mit 15, 16 anfängt zu kiffen. Aber bei mir war das vielleicht nochmal ein Sonderfall, weil ich bin an der Schweizer Grenze groß geworden. Und wo ich Jugendlicher war, war das in der Schweiz tatsächlich noch legal und man konnte das dort auch kaufen. Und deshalb habe ich da vielleicht noch einen anderen Bezug dazu, wie jetzt jemand, der in der Mitte Deutschlands aufgewachsen ist. Aber ich glaube, selbst der hat es dort irgendwo gefunden. Der Handel, den Kollege hier beschreibt, der ist ja... Kollege Curly. Kollege Curly beschreibt, also ist
ist ja überall zu sehen. Ich bin vor kurzem also durch den Görlitzer Park gegangen. Eine Abkürzung, weil ich hatte auf der mit anderen Seite... Mit Sicherheitsmännern oder ohne? Genau, das ist der Punkt. Mit den Sicherheitsleuten, die mich ja immer begleiten. Und das war, also es waren einige Sicherheitsleute, die mich begleitet haben. Und ich konnte dann sehen, wie also die am Rand stehenden, also jungen Männer allesamt etwas schnell in das Gras warfen. Es wurde also blitzschnell, entledigte man sich in die Büsche und so weiter und so fort. Das heißt, das Geschäft läuft dort am Tag. Dachten, das wir hätten eine Razzia gemacht oder was auch immer, eine Festnahme geplant. Aber ich bin einfach nur durchspaziert. Aber wenn Sie sich das anschauen, die heruntergekommenen Persönlichkeiten, diese drogenabhängigen Leute, die also quasi die unterernährt aussehen, die also denen man das Elend im Gesicht ansieht, in dem Sinne, die davon leben, dort also illegal das Zeug zu verkaufen, noch einen Schnitt zu machen. Und es ist ja auch sehr viel Kriminalität. Der Görlitzer Park ist ja nur ein Beispiel, aber auch ein klares Beispiel für die misslungene Drogenpolitik. Will man das wirklich, also jetzt, wo man weiß, dass so viel konsumiert wird, dass das die Versorgung ist, das wollen wir tatsächlich, diese Kriminalität, diesen Versuch der Dealer, die Menschen, die konsumieren, noch abhängig zu machen von Substanzen, die viel gefährlicher sind, was jeden Tag stattfindet, oder jemanden abzuzocken, wenn er nicht bezahlen kann, oder mit den Preisen hochgehen. Ich würde lieber haben, also wenn schon gekifft wird, dass zumindest diese gesamte Kriminalität, dieser Schwarzmarkt, dieses Verbrechen, dass das wenigstens wegkäme, und daran arbeiten wir. Ja, jetzt. Wenn Sie Curly so angucken und zuhören, dann ist er ja nicht einer dieser Drogenopfer, die Herr Lauterbach da gerade beschreibt. Hallo. Stört das, wenn so jemand wie Curly kifft? Naja, die Frage ist ja, welche Wirkung damit entsteht. Und es wird jetzt gerade so getan, als sei das Kiffen irgendwie überhaupt kein Thema. Fakt ist, dass gerade bei Jugendlichen, auch wenn das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist, und das ist ja nicht mit 18 vorbei, sondern das nach Studien bis 25 der Fall, dass hier diese Droge dann tatsächlich verharmlost wird. Und das macht mir Sorge, gerade bei Menschen, die natürlich eine gewisse Vorbildwirkung haben. Deswegen wäre mein dringender Wunsch, dass man nicht so verharmlosend über Cannabis redet, zum einen. Und zum Zweiten, dass man natürlich auch die Konsequenzen in den Blick nimmt. Fakt ist, Herr Lauterbach, wenn Sie etwas legalisieren, das zeigen alle Studien, das zeigen andere Länder, gerade auch der Blick nach Nordamerika, dann wächst die Nachfrage, dann wird mehr konsumiert. Und wenn mehr konsumiert wird, gibt es am Ende auch deutlich mehr signifikante Folgeerkrankungen. Und davor einfach die Augen zu verschließen, das schmerzt mich. Und dass Sie dann am Ende noch sagen, naja, wir holen das jetzt alles in die Legalität. Da muss ich Ihnen sagen, es gibt ein grandioses Beispiel mitten in Europa, nämlich in den Niederlanden, wo man sieht, wohin eine liberale Drogenpolitik führt. Der Spiegel hat vor anderthalb Jahren getitelt, ein Land in den Händen der Mafia. Und das ist genau der Weg, den wir nicht wollen, dass wir wirklich ein Land in die Hände der organisierten Kriminalität geben, das kann nicht der Weg für Deutschland sein. Insbesondere, weil wir ganz andere Themen und Probleme gerade haben. Herr Lauterbach, ich mache es Ihnen einfach, Herr Lauterbach, indem wir haben es nämlich mal zusammengetragen, was Sie da eigentlich vorhaben. Das gucken wir uns jetzt einfach gerne mal an. Würde ich gerne reagieren, weil das ist so. Ja, aber wir gucken uns vorher mal an, was Sie überhaupt vorhaben. Kontrollierte Abgabe von Cannabis an alle über 18 Jahre zu Genusszwecken. Geprüft wird, den Wirkstoffgehalt für unter 21-Jährige zu begrenzen. Erhältlich in speziellen Fachgeschäften und gegebenenfalls in Apotheken. Straffreier Erwerb und Besitz zum privaten Gebrauch von 20 bis 30 Gramm. Staatlich kontrollierte Produktion, Lieferung und Vertrieb. Privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt. Ja, das ist das, also was wir auf keinen Fall wollen, ist das Modell der Niederlande, weil also die Drogenmafia, die dort das Zeug verkauft, die wäre ja bei uns nicht mehr im Geschäft, weil wir das ja legal lizenziert anbauen lassen. Also so ein staatlich geprüftes Unbedenklichkeitssiegel, genau, so für ähnlich Cannabis wie in Kanada. Also es wurden lizenzierte Betriebe, die würden also das herstellen. So ähnlich machen wir es ja beim Medizinalcannabis. Das ist da ja schon also gepraktiziert.
Aber somit, aber Herr Lauterbach, denken an nicht junge Leute. Der Staat sagt, ja, das ist in Ordnung. Also deswegen können wir dann kippen. Bei jungen Leuten, also zunächst, aber ich will das erstmal klar machen. Also die, was Sie beschreiben, das stimmt. Die Niederlande sind in der Hand der Drogenmafia ein Stück weit. Das ist ein Riesenproblem. Aber genau das wollen wir ja verhindern. Und es ist ja, wenn wir nichts machen, zunehmend in Deutschland das Problem. Sie beschreiben somit das Problem, was wir versuchen zu lösen. Und wenn sozusagen legaler Anbau ist, gibt es keinen Profit mehr für die Mafia. Und wir in den Geschäften wird halt aufgeklärt bei denjenigen 18 bis 25. Die Gehirnentwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Das kann gefährlich sein und so weiter. Jetzt das heißt, wenn man da als junger Mensch reingeht und was kaufen will, dann muss man erstmal ein Beratungsgespräch machen? Ja, was man sich vorstellen könnte, ist, dass in diesen Geschäften tatsächlich bei jungen Menschen systematisch auch also auf die Risiken hingewiesen wird. Wir haben jetzt gar nichts da am Platz, aber dann könnten wir die Gelegenheit nutzen und könnten uns auch gezielt über diese Geschäfte an diejenigen wenden, die noch jung sind und wo der Konsum gefährlich ist. Also das wirklich, also ich muss kurz sagen, das stimmt nicht ganz mit den, also in diesem ersten Teil, das stimmt nicht so ganz. Die meisten Studien zeigen, dass sich der Konsum der Jugendlichen grundsätzlich nicht verändert nach der Legalisierung. Ja, also dass das derselbe Anteil bleibt in etwa. Manchmal steigt es ein bisschen an und geht dann wieder runter. In manchen Ländern ist es sogar niedriger. Wir gucken später noch nach Kanada, aber jetzt... Aber dieser zweite Moment, ich habe jetzt wirklich im Vorfeld der Sendung mit verschiedenen Jugendlichen und Heranwachsenden, sowohl Konsumierenden als auch Nicht-Konsumierenden gesprochen, die finden diese Idee, das ist nichts, wo wir die Jugendlichen und die Heranwachsenden erreichen. Ja, das ist keine gute Idee. Und ich halte das für nicht aussichtsreich. Und ich glaube, wir müssen viel früher in die Schulen gehen, wir müssen dort Suchtprävention machen. In der dritten Klasse, in der sechsten Klasse, in der neunten Klasse. Wir brauchen nicht erst mit 17 ankommen und sagen, übrigens, dein Gehirn, das ist jetzt nicht so gut, wenn du jeden Tag kiffst. Aber ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt an der Sache ist ja auch, die Leute kiffen ja, wie Herr Lauterbach auch gesagt hat, trotzdem jetzt schon. Und diese Schäden finden ja bei den Leuten jetzt unter anderem auch statt, weil das Gras, das sie konsumieren, eben nicht kontrolliert wird und viele Schadstoffe enthält, wenn man jetzt sagt, man kontrolliert es. Klar, es gibt, wenn man Suchtmittel zu sich nimmt, wie bei Alkohol übrigens auch, Schäden im Gehirn. Aber die Frage ist doch, Herr Lauterbach, weil Sie es eben auch selber gesagt haben, das Gehirn entwickelt sich noch, man sagt bis 25. Das heißt, da ist es besonders schädlich, wenn man bis dahin kifft. Genau. Warum sagen Sie dann, ja, aber ab 18 erlauben wir es, wenn Sie doch genau wissen, bis 25 mindestens dauert das noch. Kann ich gut erläutern. Also wenn wir prüfen zum Beispiel auch den THC-Gehalt niedriger zu halten für die jungen Leute, 18 bis 25, oder 18 bis 21. Warum nicht erst der Verkauf ab 25? Nee, ich komme, das wäre die Antwort kommt in einer Sekunde. Wenn wir nur ab 25 verkaufen, dann bedienen sich die Jüngeren weiter auf dem Schwarzmarkt. Klar. Und ab 18 die Jüngeren dann nicht? Und das Problem ist wirklich, dass der Schwarzmarkt im Moment Folgendes macht. Der Schwarzmarkt versucht, wenn man mit Ermittlern spricht, der Schwarzmarkt versucht gerade bei jungen Leuten mit super hohen THC-Dosen schnell eine Abhängigkeit hinzubekommen. Es werden zum Teil toxische Dosen also angestrebt. Herr Lauterbach, ich verstehe nur Ihr Argument, nur einmal fürs Verständnis, ich verstehe Ihr Argument nicht. Sie sagen, wenn man es ab 25 den Verkauf machen würde, dann würden sich die jüngeren Gruppen das woanders holen. Aber wenn Sie ab 18 anfangen, holen sich die jüngeren Gruppen, also unter 18-Jährigen, das nicht auch einfach unter 18 woanders? Wird ja nichts verkauft. Also und unter 18, also im Girlie schon. Na gut, aber sagen wir, da erstens stimme ich Ihnen zu, wir müssen die Aufklärung sehr viel früher ansetzen. Viele junge Leute, die eine, sagen wir mal, nicht so tolle Schule besuchen, wissen nicht, dass man sich, wenn man also kifft, im Alter von 15 bis 20 das Gehirn beschädigen kann, bleibend, ohne dass es nochmal wirklich sich erholen kann. So sieht es zumindest aus, was die Studienlage jetzt hergibt. Und daher muss da sehr viel mehr passieren. Aber bei den 18 bis also 25-Jährigen, wenn ich denen also den legalen Zugang nicht gebe, dann sind das die Letzten, die die unreinen, hochtoxischen Produkte im Schwarzmarkt kaufen. Das kann doch nicht richtig sein. Ja, und ich meine, wie soll man das denn jemand erklären, dass der mit 16 ein Bier kaufen kann, aber erst mit 25 Marihuana? Also das ist irgendwie, finde ich, sehr... Nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Also, und das finde ich auch interessant an dem Eckpunktepapier, dass ich in weiten Teilen
sehr vernünftig finde. Wenn wir das alles mal auf Alkohol anwenden würden, das wäre ja enorm, was wir damit erreichen könnten. Also ich finde, diese Legalisierung wirft eben auch einen Blick darauf, dass wir Wildwestzustände haben, wenn es um Alkohol geht. Ich kann das auch in vielen Bereichen nachvollziehen, aber wir müssen schon noch mal überlegen, welche Strategie wir da fahren. Wir sagen, ab 18 wird es legalisiert und streng kontrolliert und wir gehen dann davon aus, dass die unter 18-Jährigen dann nur noch das legal Erworbene von den 18-Jährigen konsumieren, was sie dann wiederum illegal erworben haben. Dass sie das nicht mehr auf dem Schwarzmarkt konsumieren, sondern dass sie genau das konsumieren, was irgendwer ordentlich gekauft hat. Das ist doch schon sehr speziell. Also Herr Lauterbach, die Situation, dass Leute unter 18 vorm Supermarkt stehen und einen fragen, können Sie für mich den Alkohol kaufen? Ja. Die stehen dann einfach demnächst vor den Cannabis-Shops. Man muss ja nur nach Amerika gucken. Da ist Alkohol ab 21. Da wollen alle die ganze Zeit nur saufen, gefühlt, weil da wollen gar nicht mehr so viele unbedingt die ganze Zeit nur kiffen, weil jeder kiffen kann, aber saufen kann man erst mit 21, deshalb will jeder halt Alkohol trinken, der noch nicht 21 ist. Also die Abgabe, die Weitergabe auch des gekauften Cannabis an Jugendliche unter 18-Jährige steht unter strengster Strafe. Und wir wollen das halt kombinieren, das ist ja ein gesamtheitlicher Ansatz, wir wollen deutlich mehr aufklären in den Schulen. Wir wollen über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ganz gezielt also diese Dauerschäden zum Thema machen, die Jugendliche also erleiden müssen, wenn sie früh damit anfangen. Wir werden auch darauf hinweisen, wie toxisch die Produkte zum Teil sind, die angeboten sind. Hochdosierte also Cannabisprodukte, die gezielt an Jugendliche derzeit abgegeben werden. Das Problem ist furchtbar, wenn man ehrlich ist. Und dann wird noch der Versuch unternommen, andere Drogen mitzuverkaufen, also Amphetamine und so weiter, den jungen Menschen so schnell wie möglich süchtig zu machen. All dies wollen wir ja auch angehen. Das ist also nicht nur, wir machen nicht alles ab 18, sondern wir müssen die jungen Menschen klar erreichen und wir müssen uns ehrlich machen, was jetzt stattfindet, ist also ein hochkrimineller Markt, wo also Drogendealer, die kein Gewissen haben, die skrupellos sind, junge Leute, unsere Kinder, so schnell wie möglich in eine Multi-Abhängigkeit zu bringen, das kann nicht richtig sein. Aber mich würde mal interessieren, was machen diese denn? Die Vorstellung ist doch absurd. Also ich höre Ihnen jetzt die ganze Zeit zu und Sie reden von den Gefahren von Cannabis und was das bei jungen Menschen macht. Und auf der anderen Seite betätigen Sie sich als jemand, der hier der Legalisierung, der Freigabe von Cannabis das Wort redet. Das passt nicht zusammen. Ich habe Sie immer als Gesundheitsminister, als jemand erlebt, der sich in erster Linie dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung verpflichtet sieht. Sie waren bei Corona immer auf der Seite, ja, zum Teil auch des Alarmismus gestanden. Also Corona-Angst auf der einen Seite und jetzt plötzlich Cannabis-Euphorie, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ja, ich würde mir einen Gesundheitsminister wünschen, der wirklich das Thema so Prävention und Gesundheitsschutz an erste Stelle stellt und nicht Wege findet, wie man für die Jugend den Zugang zu Cannabis legalisiert. Das gibt auch die Studienlage nicht her, ganz ehrlich. Ich will es mal so sagen, bei so einem also komplizierten Thema kommt man einfach mit einem populistischen Gassenhauer nicht weiter. Das wird nicht funktionieren. Ja. Wenn wir ehrlich was erreichen wollen, denn das Thema ist, der Konsum ist da und nimmt zu, wir haben keine gute Lösung. Wenn wir dieses Thema lösen wollen, müssen wir auch also, Lösungen zulassen, die anderswo funktionieren. Ich will den Schwarzmarkt wegbekommen, die Drogenkriminalität. Das können wir nicht wegpolemisieren, als wenn wir selbst am Ausschank sitzen würden. Aber das würde mich wirklich interessieren. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Weil der Schwarz, die organisierte Kriminalität, die verschwindet ja nicht einfach. Die wird ja neue Wege suchen, um Geld zu machen. Was vermuten Sie denn da? Oder wie gehen Sie denn da vor, dass das nicht passiert? Dass ich gezielt am Minderjährige... Vielen Dank, Frau Kollegin. Und ich würde noch einen draufsetzen. Nämlich, Sie müssen ja, um den Schwarzmarkt auszutrocknen, doch günstigeres Gras in den staatlichen Stellen anbieten. Subventionieren Sie dann das staatliche? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Nein, also das ist richtig. Also wir werden natürlich den Preis von Cannabis so steuern müssen, dass er in der Größenordnung liegt, dass der Schwarzmarkt sich nicht, also nicht mehr halten kann. Wie kriegt man das hin? Das heißt, man subventioniert? Ja, wir wissen ja ungefähr, was die typischen Preise von Cannabis sind. Und das also, müssen dann die Preise sein, die wir ungefähr ansteuern.
Wir können das nicht deutlich. Der Staat im Preiswettbewerb mit der organisierten Kriminalität. Nein, wir sind nicht im Wettbewerb. Nein, aber das ist doch jetzt wieder Polemik. Nein, das ist ein Argument. Ich kann es Ihnen erläutern. Wenn wir das also jetzt stark subventionieren würden, was wir nicht vorhaben, dann könnte es passieren, dass es gekauft wird und wird weiterverkauft. Das will man nicht. Wenn ich teurer weiterverkaufen kann, als ich es kaufe, das wäre schlecht. Wenn es aber zu teuer ist, dass der Schwarzmarkt immer noch eine große Chance hat, dann werden wir auch Probleme haben. Somit muss man sich, so unangenehm das für Sie erscheint, aber muss man sich der Preisfrage stellen. Die Probleme gehen nicht weg. Entschuldigung, es ist für Sie unangenehm, denn Sie sind Bundesgesundheitsminister und ich sehe so viel verdammt große Themen der Republik auf Ihrem Tisch. Wir haben nicht genug Fiebersaft und solche Dinge. Wir haben doch keinen Mangel an Drogen in unserem Land. Also Entschuldigung, ich kann den Ansatz überhaupt nicht teilen. Herr Blume, also ich würde gerne ganz kurz diesen Punkt. Also das ist also das ist mir sehr wichtig. Ich will wirklich versuchen zu verhindern, dass das also billig als Polemik läuft. Natürlich machen wir auch, erstens glaube ich, beklage ich nicht, dass wir einen Mangel an Drogen haben, sondern ich habe eben gesagt, wir haben zu viel Cannabis im Umlauf und zu viel toxische Qualität und wir haben einen Schwarzmarkt, den wir nicht in den Griff bekommen, es wird immer mehr. Somit die Ausgangslage ist, wir haben zu viel und es wird mehr. Nicht, dass ich das einführen wollte. Zum Zweiten, ich muss ganz offen sagen, ich vermeide wirklich Kritik am Vorgänger und so weiter. Aber ich mache derzeit Gesetze in fast jedem Winkel des Gesundheitssystems. Krankenhausreform, Digitalisierung, Versorgungsgesetze, alles Mögliche. Das heißt, ich kann also darauf verweisen, dass das wirklich eines von 10 Projekten ist. Wenn Sie, es ist, ich mache es mal ganz simpel, als die Union das Ministerium noch gehabt hat, ist, das kann ich Ihnen versichern, sehr viel liegen geblieben, sehr viel. Also Herr Lauterbach übt keine Kritik am Vorgänger, macht es aber trotzdem. Frau Ahrensalper, Sie haben eben heftig mit dem Kopf geschüttelt. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt einbringen, wozu ich überhaupt nichts gelesen habe, auch in dem Eckpunktepapier und nirgends. Und das sind die Kinder. Wenn wir jetzt Cannabis legalisieren und den Erwachsenen erlauben zu kiffen, in ihrer Wohnung beispielsweise, was ist eigentlich mit dem Passivkiffen? Was ist mit den Kindern, die in dieser Wohnung wohnen? Was ist mit den Kindern, die mit dem Auto fahren, wenn vielleicht nicht der Fahrer kifft, sondern der Beifahrer kifft? Ja, aber wie machen wir das denn? Dürfen dann, wenn in einer Wohnung 3 weibliche Pflanzen angebaut werden dürfen, sind das nur kinderlose Personen, die das dürfen? Oder werden das nur Wohnungen sein, wo die Kinder nicht betreten dürfen? Was ich hier gar nicht sehe, sind Überlegungen, wie hier der Kinderschutz gewährleistet wird. Was sollen unsere Jugendämter denn jetzt machen? Und wir haben bereits Fälle, mir sind schon Fälle bekannt, wo Kinder vom sozialpsychiatrischen Dienst ewig untersucht wurden und immer überlegt haben, was ist bloß mit dem Kind los, weil es so phlegmatisch war. Und letzten Endes kam raus, die beiden Eltern waren dauerbekifft und dieses Kind hat passiv mitgekifft und war nicht depressiv, hatte keine Magen-Darm-Erkrankung, sondern hat es ewig eingeatmet. Es scheint, das hätte Herr Lauterbach schon Plan. Genau. Das wäre gut. Also ganz genau, also der Kinder- und Jugendschutz wird hier klar geregelt. Das heißt, derjenige, der Eigenanbau betreibt, darf nicht also im Beisein der Kinder konsumieren, sodass die Kinder auch von Abrauch geschützt sind. Und das muss also klar eingehalten werden. Wenn es hier Hinweise auf das Gegenteil gibt, das kann man ja im Blut der Kinder nachweisen, dann ist natürlich das Jugendamt gefordert und das hat die entsprechenden Strafen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen. Und somit, da haben wir klare Regeln, die wir einführen und die auch kontrollierbar sind. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, indem wir denken, dann sind jetzt demnächst da Eltern, die zu Hause kiffen, die hat es vorher nicht gegeben. Man ehrlich sein, die gibt es doch jetzt. Jetzt ist gar nichts geregelt. Jetzt ist überhaupt nichts geregelt. Jetzt also, und wir wollen den Kinder- und Jugendschutz ja hochfahren durch Initiativen mit der Bundeszentrale Gesundheitliche Aufklärung, mit den Ärzten. Herr Lauterbach, wo kann ich das dann eigentlich kaufen? Online, in Apotheken? Nein, der Onlinehandel, den wollen wir nicht, weil dann auch Jugendliche oder Jüngere kaufen können. Das können wir nicht ausreichend kontrollieren. Somit ist die Abgabe nur möglich in lizenzierten Geschäften. Das heißt? Ja, es muss eine Lizenz geben, die man beantragt für also eine kleine Fachkunde, dass man weiß, was man verkauft und die Geschäfte werden kontrolliert. Und apropos Blut nachweisen, wie wird das denn mit dem Führerschein geregelt? Da arbeiten wir Fragen auch Sie an, aus eigener Interesse, Curly? Arbeiten, weiß ich nicht genau. Arbeiten wir auch an einer
arbeiten wir auch an einer Lösung. Da muss es eine Grenze geben, das ist gar keine Frage. Das Problem besteht ja jetzt auch schon, also ist ja nicht neu in dem Sinne. Leider nicht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass formal zum jetzigen Zeitpunkt, also derjenige, der also Cannabis konsumiert hat, gekifft hat oder andere Art und Weise zugenommen hat, dass er, wenn er einen Unfall hat, de facto also riskiert, auf der Grundlage des Konsums den Führerschein zu verlieren. Und also wir müssen uns da also genau überlegen, was ist möglich. An diesem Gesetz arbeiten ja noch viele andere Ministerien mit. Da arbeiten das Wirtschaftsministerium mit, das Justizministerium mit, das Landwirtschaftsministerium mit. Da arbeitet also auch das Verkehrsministerium natürlich mit. Das Innenministerium ist dabei, das Auswärtige Amt ist mit dabei. Unser Haus ist ja nur federführend, aber daran arbeiten 6 andere Ministerien. Es gibt ja auch jetzt ein wissen Land, wir, mit was sich die Bundesregierung gerade beschäftigt. Wir machen vieles, was bei Ihnen liegen geblieben ist. Ja, klar. Aber eine Sache. Eine Sache wollte ich Sie noch fragen, Herr Bühne. Wenn Sie jetzt gegen die Legalisierung sind, das heißt ja, die sind eigentlich dafür, dass der Schwarzmarkt so bestehen bleibt, wie er jetzt ist. Und ich glaube, Sie sagen ja auch, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Wenn man jetzt aber als Konsument im Schwarzmarkt das Cannabis besorgt, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass man auf andere Drogen umsteigt danach, weil die auf dem Schwarzmarkt bestimmt auch verfügbar sind, viel höher, wie wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu kiffen und dann in 10 Jahren jetzt anfangen würde zu kiffen und nur in Apotheken oder Geschäften damit in Berührung komme, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auf eine andere Droge umsteige, viel geringer, wie wenn ich bei Dealern kaufe, die alles Mögliche verkaufen, oder? Also zum einen, Sie dürfen jetzt nicht vom Berliner Verhältnis auf andere Teile der Republik schließen, was Görlitzer Park und dergleichen angeht. Auch in Bayern kann man sicher in einem aber Park ich will noch mal ganz deutlich sagen, die Vorstellung, dass der Staat sich am Drogenmarkt beteiligt, diese Vorstellung halte ich für ziemlich absurd. Und ich kann nur noch mal sagen, Länder, die den Schritt zu einer deutlich liberaleren Drogenpolitik gegangen sind, und diese Beispiele gibt es ja, diese Länder sind krachend gescheitert. Wir werden Woche für Woche gewarnt aus den Niederlanden vor dem niederländischen Weg. Jetzt verstehe ich, dass Sie diesen Weg nicht gehen. Aber Herr Blume, einmal inhaltlich auf Curly antworten, das wäre doch schön. Der Herr Lauterbach will, was die liberale Drogenpolitik angeht, die Niederlande quasi noch links überholen. Aber das Argument also mit staatlichen Mitteln zu glauben, dass man einen Schwarzmarkt lahmlegen kann, dass man der illegalen den illegalen Drogen damit her wird. Also dieses Beispiel habe ich nirgendwo in der Welt bisher. Aber würde der Staat nicht auch sehr viele Steuern einnehmen, die er dann für die Prävention und für den Jugendschutz Herrn Blume, glauben Sie, Sie sagen, also das ist für Sie nicht plausibel, wenn man so etwas also legalisiert, dass dann der Schwarzmarkt verschwindet. Dann würde es ja auch umgekehrt bedeuten, wenn wir jetzt also Alkohol verbieten würden, dann wird sich ein Schwarzmarkt für Alkohol in Deutschland gar nicht aufbauen. Den wird es dann gar nicht geben. In Bayern bestimmt. In Bayern gibt es noch nicht. Ich habe bisher keine organisierte Kriminalität jedenfalls in diesem Feld. Nee, aber das hätten Sie doch, wenn wir den Alkohol streng verbieten würden, Prohibition in Bayern. Sie glauben doch nicht, dass Sie ohne eine massive Kriminalität und, sagen wir mal, Alkoholmafia über die Runden kämen in Bayern, gerade in Bayern. Ich verstehe ehrlich gesagt, Herr Lauterbach, jetzt nicht die Selbstverständlichkeit, mit der Sie hier der Verharmlosung von Cannabis das Wort reden. Das tue ich doch nicht. Und ganz stillschweigend darüber hinweggehen, dass auch internationale Übereinkommen, Völkerrecht, auch der EU-Rahmen, den Sie ja gut kennen, hier anderes vorsieht. Also, dass ein Staat sich wirklich in dieser Weise engagiert in der Drogenpolitik, indem er sich selbst zu einem Marktteilnehmer macht, das ist ohne Vorbild. Und nach dem, was wir sehen, und wir lassen es ja auch gerade unser Gesundheitsminister Klaus Holleczek rechtlich untersuchen, verstößt das ganz offen gegen Übereinkünfte, die wir gemeinsam in der Europäischen Union getroffen haben. Herr Blume, es ist ja nicht ganz ohne Vorbild. Es gibt ja durchaus Länder, die es gemacht haben, zum Beispiel Kanada. Seit 2018 gibt es in Kanada Cannabis legal zu kaufen. Die Folge? Immer mehr Menschen kaufen und konsumieren es. In der Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Konsumenten um 23% gestiegen. Unter den 20- bis 24-Jährigen ist Cannabis besonders verbreitet. Im vergangenen Jahr hat in dieser Altersgruppe jede zweite Person gekifft.
Herr Lauterbach, die Zahl der Kiffer ist hochgegangen, gerade bei jungen Konsumenten. Ist Kanada also eher abschreckendes Vorbild? Ich kenne diese Zahlen natürlich, also, und dazu sind zweierlei Dinge zu sagen. Zum einen, also vorher hatte man eine sehr hohe Dunkelziffer. Das heißt, ob tatsächlich der Konsum gestiegen ist, kann man nicht wirklich sagen, weil also eine riesige Dunkelziffer war. Und ja, wir stellen die Studie auch natürlich in dem Faktencheck morgen. Genau, nee, aber die, das ist auch, ich sage auch, das ist eine gute Studie, aber auch die Autoren räumen ein, eine Dunkelziffer muss mit bedacht werden. Und der zweite Punkt ist der, also was man halt weiß, wenn so etwas passiert, dass es am Anfang an bei vielen einen Probekonsum gibt, der dann aber wieder zurückkommt. Es sind ja schon ein paar Jahre, 2018, aber was ich trotzdem interessant finde, ist nämlich die Zahl, dass bei den jungen Erwachsenen, also 20- bis 24-Jährigen, 50% gekifft haben. Das muss sie doch eigentlich abschrecken, oder nicht, Herr Lauterbach? Es kommt darauf an, also wenn das jetzt in dieser Altersgruppe eine einzige also Probe-Etappe gewesen ist und man hat es danach nicht weiter betrieben, ist doch alles gut in dem Sinne. Das wäre ja nur problematisch, wenn das regelmäßige Konsumenten geworden wären. Das ist aber durch die Studie nicht untersucht worden. Ja, aber trotzdem hatten Sie die Möglichkeit, einfach dran zu kommen, um es auszuprobieren. Ist das also ein Beispiel, Herr Blume, wo man sagt, den Weg kann man gehen? Also wenn das stimmt, was wir bei Studienlagen sehen und was ja die, auch die Experten sagen, Herr Lauterbach hat ja vorhin selbst ausgeführt, dass gerade im Alter bis 25 der Konsum eben nicht folgenlos ist, sondern hier potenziell sehr gefährliche Auswirkungen hat auf Ausbildung von Psychosen bis hin zum Thema Krankenhauseinlieferung, dann ist es natürlich eine Zahl, die einen schockieren muss, dass 50% offensichtlich dann Cannabis in dem vergangenen Jahr konsumiert haben. Herr Lauterbach hat recht, das sagt jetzt nichts aus wie häufig, aber darüber in Berührung zu kommen und so wie er vorhin beim Thema Alkohol argumentiert hat, würde ich hier auch argumentieren, wir wissen halt noch relativ wenig um die potenziell schädlichen Folgen. Und da geht es gar nicht so sehr um die Menge, sondern wenn wir uns die Studienlage anschauen, dann sehen wir halt, dass häufig auch schon der Erstkontakt reicht. Und deswegen kann ich nur warnen und sehe hier Kanada jedenfalls jetzt nicht als geeignetes Beispiel für einen deutschen Sonderweg. Also ich würde hier gerne auch auf einen weiteren Punkt kommen, nämlich die Versorgung. Ja, also was wir, das Problem, was wir haben derzeit, ist, dass wir für Suchtkranke, Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche und Heranwachsende, eine Unterversorgung haben. In der ambulanten Psychotherapie dürfen wir abhängige Personen nur bis zur 10. Sitzung behandeln und müssen nachweisen, dann in der 10. Sitzung, dass sie abstinent sind. Sonst dürfen wir nicht weiter behandeln. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Wir dürfen ambulant gar nicht mitwirken und das könnten wir eigentlich. Wir haben oft das Problem, dass Jugendliche natürlich haben sie einen Probekonsum oder haben auch mal einen Missbrauch von gerade Cannabis. Und dann, wenn wir uns an die Regeln halten, was wir in der Regel ja auch tun, müssten wir nach der 10. Sitzung sagen, tja, tschüss, ne? Das war's jetzt mit Psychotherapie. Ich könnte dir zwar helfen, aber ich darf nicht. Und hier haben wir wirklich einen großen Änderungsbedarf. Ja, auch die Reha-Einrichtungen für Jugendliche mit Suchtproblematik, das müsste wirklich getrennt werden von den 40 plus. Ja? Also da haben wir wirklich was zu tun und ich hoffe... Das ist ja der Präventionspunkt, den Herr Lauterbach ansprach. Ich will noch auf... Nee, das ist nicht Prävention. Das ist Versorgung der Menschen, die krank geworden sind. Und die wollen Sie daran was ändern, Herr Lauterbach? Nicht gut. Das ist auf jeden Fall etwas, was man auch also im Auge hat. Wir machen, Stichwort Gesetze, die liegen geblieben sind, wir machen auch im im Versorgungsgesetz 2. Also Herr Lauterbach, dafür, dass Sie gesagt haben, Sie kritisieren ja ungern die Vorgänger, machen Sie es ziemlich häufig heute. Ich glaube, wir machen eine Regelung, die wird im Versorgungsgesetz 2 kommen, wahrscheinlich zur Mitte des Jahres, also gehen wir daran, aber die Eckpunkte werden jetzt schon formuliert. Da wollen wir die psychotherapeutische Versorgung verbessern für Menschen, die besondere Risiko, also besondere Risikogruppen angehören, zum Beispiel Menschen, jungen Leuten, die auch drogenabhängig sind oder Menschen, die schon mit dem Strafrecht also in Konflikt gewesen sind, multimorbide, schizoide Patienten, all diese Patienten, die bisher psychotherapeutisch sehr schlecht erreicht werden können und auch durch die sogenannte Richtlinientherapie nicht wirklich gut erreicht werden können, da arbeiten wir an einer Regelung und wir haben dabei insbesondere aber auch die Menschen im Blick,
die also die Drogenprobleme haben. Okay, aber dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie viele Menschen in Deutschland das überhaupt betrifft und wie groß der Markt für eine potenzielle Legalisierung in Deutschland überhaupt ist. Und das weiß meine Kollegin Brigitte Büscher. Herzlich willkommen. Ich habe abgeräumt. Du hast abgeräumt, sehr gut. Dann kommen wir nicht in Versuchung. Genau. Brigitte, also wir haben darüber gesprochen, das Beispiel Kanada. Wir haben darüber, über die Ängste, die auch mit einer Legalisierung zusammenhängen, gesprochen. Wie viele Menschen würde so eine Legalisierung in Deutschland überhaupt betreffen? Also da gibt es eine Zahl und die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die kann man nachgucken. Das ist die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Die hat herausgefunden in ihrer letzten Studie, im letzten Bericht, dass es 4,5 Millionen Menschen sind, die da illegal Drogen konsumieren. Und das sind auch jetzt erstmal nur die 18- bis 64-Jährigen, also alle, die minderjährig sind, die sind dann natürlich gar nicht erfasst. Das sind fast 8% der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung. Und man muss sagen, wenn man es mal ein bisschen einsortieren will, damit ist das eigentlich die stärkste illegale Substanz, die in Deutschland so unterwegs ist. Das ist jetzt der illegale Konsum, aber man kann es ja durchaus auch schon legal konsumieren. Genau, ist ja bei euch auch immer wieder angesprochen worden, dass es da auch einen legalen Bereich gibt. Und das gibt es in Deutschland seit 2017. Cannabis als Medizin, die kann verschrieben werden für zum Beispiel Schmerzpatienten, Leute nach einer Chemotherapie oder die AIDS erkrankt sind. Da kann das durchaus helfen. Und da wird es dann verschrieben von Ärzten und Ärztinnen und die Kranken können sich das dann besorgen. Ja. Besorgen, sagst du? Die gehen ja nicht in den Park und kaufen sich das? Nee, die gehen nicht in den Girlie, den ihr schon mehrfach angesprochen habt, sondern die gehen ganz normal in eine Apotheke und da gibt es auch in Deutschland einen geregelten Markt. Da gibt es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und auch eine Cannabis-Agentur, die ist angedockt an diesem Bundesinstitut und die regeln schon sehr genau, wer in Deutschland dieses Gras anbauen darf. Ja. Cannabis-Agentur klingt ja schon nach vorbereiteten staatlichen Strukturen. Genau, und diese Cannabis-Agentur, die hat 3 Unternehmen in Deutschland festgelegt, die Cannabis anbauen dürfen. Immerhin 2,6 Tonnen pro Jahr sind da im Moment erlaubt. Ja, und das ist natürlich spannend. Ich habe mir eine von diesen Firmen angeguckt. Ich war in Leuna, das ist bei Halle an der Saale, in diesem ja auch bekannten Chemiepark. Und allein erstmal da drauf zu kommen auf diesen Chemiepark, das ist eine mega Sicherheitsnummer. Und wir durften auch nicht genau zeigen, wo genau dann das Gras da angebaut wird. Ja, und dann muss man sich da auch noch so einer Sicherheitsprozedur unterziehen. Das sieht nicht besonders toll aus. Aber ich habe es gemacht, um überhaupt mal so eine Blüte legal angebaut in Deutschland zu sehen. Händewaschen ist Pflicht. Und ein Schutzanzug. Und Schuhüberzüge. Und Gummihandschuhe. Und nochmal Desinfektionsmittel. Erst dann zeigt mir Henrik Melzig die Kronjuwelen der Cannabisproduktion bei der Firma Aurora. Kronjuwelen, so nennt der stellvertretende Leiter der Herstellung die Mutterpflanzen. Sie liefern einen gleichbleibenden Wert der Cannabissubstanz THC. Tetrahydrocannabinol. Von diesen Müttern stammen alle Cannabispflanzen in Leuna ab. Warum ist das so wichtig, dass diese Pflanze immer gleichbleibende Qualitäten hat? Das ist die besondere Herausforderung, weil wir eben dieses medizinische Cannabis produzieren und der Patient darauf vertrauen muss, dass er immer das gleiche Medikament immer in der gleichen Dosierung bekommen kann und nicht auf einmal Schwankungen auftreten und die Wirkung auf einmal anders werden. Im nächsten Raum, dem Klonraum, stehen die Kinder der Cannabis-Mutterpflanzen. Sie sollen so rein wie möglich wachsen. Keine Schwermetalle, Pestizide oder Schimmelpilze. So ein Zyklus dauert dann wie lange? Ein Zyklus dauert circa, wenn wir die in den Blüteraum stellen, circa 6 bis 7 Wochen. Anderer Raum, weiterer Schritt. Im Blüteraum wachsen die Cannabispflanzen bis zur Ernte. Die Luft ist mit CO2 angereichert, das Wasser mit natürlichen Nährstoffen. 9 Wochen dauert es bis zur Ernte. Um die Qualität dieser Pflanzen zu testen, muss man da selber auch mal was probieren? Nein, das geht nicht. Also es ist natürlich für den Freizeitkonsum immer noch illegal in Deutschland und dafür gibt es aber Labore. Genutzt wird nur die Blüte. Der ganze Rest der Pflanze wird unter Hochsicherheitsvorkehrungen in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet. Das ist eine Menge Aufwand, aber es ist nach wie vor als Betäubungsmittel klassifiziert. Dementsprechend unterliegt es halt den ganzen Sicherheitsanforderungen. Sicherheit ist das oberste Gebot in der Produktion. Unscheinbar hängt er an der Wand, einer von 600 Sensoren im ganzen Gebäude. Wenn irgendwer von außen ins Gebäude will, schlägt der Alarm. Wenn hier jetzt zum Beispiel ein Sensor auslöst, dann geht das auch direkt in die Polizeizentrale und innerhalb von wenigen Minuten automatisch, ohne irgendeine Rückfrage oder so, taucht die Polizei hier auf. Ah.
Fort Knox in Leuna. Das Trocknen, Verpacken und Verschicken an einen zertifizierten Großhändler dürfen wir nicht zeigen. Alles zu sensibel. Doch Henrik Melzig zeigt das Endprodukt. Cannabisblüten bereit für den medizinischen Einsatz. Endprodukt, was bei Ihnen dann aus dem Haus rausgeht. Genau, richtig. Interessant, Brigitte. Ich muss einmal nachfragen, der Herr hatte so eine Art Mundschutz an, du aber nicht. Ja, das ist mal ein klarer Strategievorteil von Frauen. Das war ein Bartschutz, muss man sagen. Also es geht darum, dass keine Haare in die Produktion eingetragen werden, zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs war. In diesem anderen Bereich, wo getrocknet und verpackt wird, da trägt man tatsächlich auch eine Atemschutz. Also es ist ein Bartschutz. Mhm. Keine schlecht getragene FFP2-Maske. Jetzt unter uns, was hast du mitgenommen? Das haben mich heute schon viele gefragt. Tatsächlich hat dieser Overall, den man anhat, keine Taschen und ich habe nichts mitgenommen, außer wirklich, finde ich, spannenden Eindrücken und auch so ein bisschen das Gefühl, dass da ein Markt schon auch entsteht, denn da entstehen ja Strukturen, da entsteht ja auch Erfahrung und ich habe auch noch mal mit jemandem sprechen können, der sagt, naja, wir bereiten uns natürlich schon auch so ein bisschen darauf vor, ob das nicht für uns dann auch im Genussmarkt auch ein Markt ist, an dem wir teilhaben wollen. Ja. Jetzt habe ich im Vorfeld der Sendung schon festgestellt, die Cannabis Lobby ist gut organisiert. Die haben richtig auf die Trommel gehauen bei Twitter und Co. Ja. Unsere Zuschauer haben jetzt wahrscheinlich auch weiter diskutiert. Das haben sie auf jeden Fall. Und ich merke, dass sie auf jeden Fall auch noch unentschieden sind und zweigeteilt. Und ich glaube, die Menschen, die eine persönliche Erfahrung haben, die haben schon mal eine ganz klare Meinung. Und ich fange mal an mit diesem Zuschauer. Es ist Mario Schmitz. Er hat bei uns ins Forum geschrieben. Ich kann nur warnen, das Kiffen zu erlauben. Ich bereue es so sehr, dass ich gekifft habe. Ich bin schwer psychisch erkrankt, habe eine Psychose bekommen. Das hatte zur Folge, dass ich den Arbeitsplatz und zum Teil den Halt verloren habe. Ist 20 Jahre her, hat er bei uns im Forum geschrieben. Also er redet ganz klar ab, da ist es einfach schief gegangen. Es war nicht nur der kleine Genussrausch. Ja, und das ist die Meinung unserer Zuschauerin Katharina Ohmland. Sie sagt, das ist eben nicht nur eine Privatsache, sondern da geht es dann auch um Gesundheitskosten. Diejenigen, die einen gesunden Lebenswandel führen, sollen nun auch noch für den erwartbaren Anstieg der Folgen von Drogenabhängigkeit zur Kasse gebeten werden. Also sie sagt, es ist keine Individualsache, das geht die ganze Gesellschaft an. Das muss man eben auch mit den Folgekosten diskutieren. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sagen, das muss auf jeden Fall legalisiert werden. Daniela Hoffmann hat geschrieben, Alkohol ist früher viel zu schwach beurteilt worden. Und sie schreibt, als jemand, der mit Alkoholsucht aufgewachsen ist, muss ich sagen, dass die Kiffer weitaus weniger Schäden an sich selbst und vor allem an ihren Angehörigen verursachen. Allein wie viele Menschen wegen Alkoholvergiftung in der Notaufnahme landen. Und sie sagt noch, von Kiffern sei ihr das deutlich weniger bekannt. Frau Stüben, Sie haben gerade genickt. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also das zeigen ja auch sämtliche Studien, ob jetzt international oder in Deutschland, Alkohol ist weitaus schädlicher als Cannabis. Das heißt nicht, dass Cannabis ungefährlich ist, aber wir müssen das Bild mal ein bisschen gerade rücken. Und ich finde, das hat sie mit diesem Eintrag sehr schön gemacht. Jetzt ist ja, das haben wir eben auch in einem kleinen Film gesehen, also sind ja richtig Strukturen. Mhm. Du hast auch gesagt, da bereiten sich schon Leute darauf vor, dass es eventuell legalisiert wird. Da kommt ein großer Wirtschaftszweig hervor, schätze ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das kann man auch noch mal mit Zahlen belegen. Die Universität Düsseldorf hat dazu eine Studie gemacht. Cannabis-Legalisierung bringt dem Staat 4,7 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind so mehrere Effekte, die da zusammenkommen. Also einmal erstmal Steuereinnahmen, aber auch, dass Strafverfolgungen vielleicht viel weniger sind und den Staat nicht mehr so viel Geld kosten. Das ist eine Studie von Professor Justus Haukapp. Und er hat auch noch gesagt, dass es ungefähr 27.000 neue legale Arbeitsplätze geben könnte, die in diesem Bereich entstehen. Das ist eine ganz interessante Zahl, die nehme ich direkt mal mit in die Runde. Vielen Dank, dass du für uns auch unterwegs warst. Danke, Brigitte. Also 4,7 Milliarden Euro für den Staat, mehr, Herr Lauterbach. Ist das vielleicht das stärkste Argument für eine Legalisierung? Nein, das also kann kein Argument sein. Es muss darum gehen, tatsächlich die Gesundheit der Bürger zu sichern, insbesondere derer, die schon Cannabis konsumieren und wo dann die Wahl ist, entweder also Cannabis mit guter Qualität ohne Kriminalität oder also verunreinigtes Cannabis mit viel Kriminalität und dem Versuch, der Drogenhändler einen von anderen Substanzen noch abhängig zu machen. Darum muss es gehen. Daher würden wir auch einen nicht unerheblichen Betrag von Steuereinnahmen, die wir hier hätten, nutzen, um die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen auch gegen andere Drogen zu finanzieren. Das System muss in sich leben und muss also junge Leute schützen. Und der beste Schutz ist, dass diese Leute erst gar nicht anfangen, Cannabis zu konsumieren.
Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, die Aufklärung ist sicherlich gut, aber entscheidend bei der Prävention sind auch andere Bereiche, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln, wie sie mit Belastung umgehen können, mit, wenn sie nicht einschlafen können, mit Gruppendruck, mit Leistungsdruck. Und also genau um diese Situationen, die zu einem ungünstigen Konsum führen können. Und unsere Jugendlichen sind infolge der Pandemie schon reichlich gebeutelt. Ja, wir haben einen Anstieg psychischer Beschwerden bei den Kindern und Jugendlichen. Und in dieser Situation ist es besonders wichtig, dass wir hier breit in die Schulen gehen. Und ich kann wirklich nur appellieren, dass das in die Lehrpläne aufgenommen wird. Also dass es nicht so ein kurzes Frau Hans-Alper, Sie klingen für mich jetzt so, als hätten Sie sich mit einer möglichen Legalisierung schon abgefunden und denken jetzt sozusagen schon einen Schritt weiter. Verstehe ich Sie da richtig? Also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn die Legalisierung nicht kommt, ja, sondern also uns geht es wirklich darum. Die EU hat ja noch ein Wort mitzureden, ja, und es könnte ja sein, dass Herr Lauterbach das eigentlich darauf spekuliert, dass die EU irgendwann sagt, nee, passt nicht, und dann lassen Sie das Gesetz wieder fallen. Wissen Sie, ob Legalisierung ja oder nein, brauchen wir trotzdem diese breite Prävention, weil ob unsere Jugendlichen werden sowieso illegal konsumieren. Ja, der Konsum der Jugendlichen wird ja überhaupt nicht legal. Ja, wir haben ja jetzt nur die Wahl bei den Erwachsenen. Und ich muss sagen, die Erwachsenen sind schon ein bisschen auch ihres Glückes Schmied. Ja, meine Sorge sind die Jugendlichen. Eine Hoffnung, die ich habe, im Moment wird ja tatsächlich sehr intensiv versucht, in Holland übrigens noch mehr, von den Drogendealern die Jugendlichen so schnell wie möglich abhängig zu machen, um sie zu Dauerkunden zu machen. Und wenn ich aber an den Dauerkunden nicht mehr erwarten kann, weil der Dauerkunde dann quasi in die Apotheke geht oder in den Cannabis-Shop, dann ist auch dann ist es auch nicht mehr so attraktiv, was wir derzeit beobachten. Denn im Moment wird ja tatsächlich das Geschäft läuft doch so, dass die Drogendealer versuchen, Jugendliche so schnell wie möglich mit höchsten THC-Mengen und Beimengungen und anderen Produkten so schnell wie möglich in eine Multi-Abhängigkeit zu bringen, um sie als Dauerkunden zu gewinnen. Und wenn der Cannabismarkt legal wird, dann ist dieser Anreiz nicht mehr so stark. Ich glaube, das kann uns auch helfen. Ich würde einmal das an Herrn Blume geben. Das ist ja ein relativ klares Argument. Können Sie dem folgen? Ich tue mir da sehr schwer zu folgen. Das ist die Kombination von Vollgas und Handbremse. Vollgas heißt, wir organisieren das Ganze jetzt staatlich, sozusagen den Rausch unter staatlicher Anleitung. Und auf der anderen Seite Handbremse, wir machen auch mehr für die Prävention. Vollgas und Handbremse gleichzeitig, das führt am Ende zum Schleudern. Und ich finde, gerade in der Drogenpolitik und gerade mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen gibt es eigentlich nur einen Ansatz, der am Ende wirklich dem eines Gesundheitsministers auch würdig ist, der heißt, keine Macht den Drogen. Und so würde ich es gerne auch in Zukunft halten. Wissen Sie, Herr Blume, tut mir leid, ich muss noch mal sagen, das sind doch Ausschankargumente. Handbremse, Vollgas und so weiter, keine Macht den Drogen, keine Macht dem Heroin und so weiter. Ja. Das sind doch, wenn ich die Möglichkeit als Minister hätte, Cannabis quasi zu eliminieren, es gäbe keinen Konsum mehr. Ehrlich gesagt, das würde ich dann tun. Aber diese Möglichkeit haben doch Sie nicht, die hat Ihr berühmter Gesundheitsminister nicht, Herr Holitschek nicht. Wir müssen doch leben mit dem Problem, was wir nicht in den Griff bekommen. Es wird mehr konsumiert, der Stoff ist unrein und wir haben eine riesen Drogenkriminalität. Da kann man doch die Augen nicht zumachen. Wir müssen uns dann ernsthaft mit der Lösung des Problems beschäftigen, und da kann die Legalisierung ein wichtiger Schritt sein. Also ich würde mich einfach freuen, wenn ich in Deutschland als erwachsener Mensch, der für sich selbst entscheiden kann, wie er in Weinladen geht und sich seinen Wein aussucht, dann auch in die Apotheke oder in den Coffeeshop gehen kann und mir dann auch aussuchen, mit was ich mich dann berausche. Und die Möglichkeit besteht heute leider nur sehr begrenzt. Und ich hoffe, das ändert sich bald, Herr Lauterbach. Und wir werden das natürlich beobachten. Und ich fürchte, es wird nicht die letzte Sendung zu diesem Thema gewesen sein. Denn das Gesetzgebungsverfahren, um das Gesetz überhaupt erstmal zu schreiben, dauert ja noch ein bisschen. Aber ich bedanke mich erstmal bei dieser illustren Runde. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an das Publikum, dass Sie heute da waren. Und jetzt geht es weiter mit ARD-Wissen, mein Körper, meine Energie. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder um 21 Uhr, wie immer live, hart, aber fair im Ersten. Bis dahin. Tschüss.